Moin moin meine lieben Leute und willkommen hier auf meinem Kanal. Wir spielen wieder eine Runde Stellar für iOS und ja, ich hoffe es gefällt euch. Wir schauen mal, wie es weitergeht. So, wir sind jetzt durch diesen ganzen Pass da gekommen. Ich glaube, ich können wir mal hier weiterkommen. Ist auf jeden Fall so, dass es wieder einige Rätsel gibt und es gibt auch wieder einige Gegner, wie man sieht. Ich einfach längs laufen oder bringt er mich gleich um? Ah, okay. Natürlich Quatsch, da längs zu laufen, wenn man umgebracht wird, ne? Also da hinten ist eine Kiste, die können wir glaube ich hier hinschieben. Gesehen? Da ist das Monster. Ich glaube, er hört uns auch gar nicht. Komischerweise. Ist nicht rauf? Ah, siehste. So, gehen wir hier hoch. Und da gibt es ja dann eng ein Schalterchen, würde ich sagen. Hier in der Richtung. Und hier rüber springen, damit er gar nicht erst hinter uns herkommen kann. So, er läuft hinter uns her. Kannst du auf der anderen Seite haben. Immer ausgetrickst. Den haben wir ganz leicht ausgetrickst. Und wo sind wir hier? In so einer kleinen Stadt? Hm. Wir hoch und wir können runter. Das machen wir als erstes. Genau, jetzt nach oben, ne? Da ist irgendwann ein Vogel drin. Was ist das? Okay. Nein. Das Ding gleich freilassen, wenn wir oben längs gehen. Da ist ein Schalter da oben. Vielleicht können wir den freilassen. Voll weiß ich natürlich nicht. Aha, okay, jetzt weiß ich wie. Also wir müssen doch nicht runterlassen, müssen hochlassen. Oder vielleicht unter den Typen fallen lassen, das Ding. Kann das sein? Das kann gut sein, glaube ich. So, warte mal. Nee. Hoch sollte. Runtergehen? Nee, tut er nicht. Aber dann können wir von hier vielleicht freilassen, dann fällt das runter und dann geht das auf, das Gitter. Würde ich jetzt denken. Hm. Was soll er damit machen? Eine sehr gute Frage. Gehen wir noch runter? Gehen wir runter? Kann ich zumindest ranschleichen? Okay, ich weiß nicht genau, was wir machen sollen. Kann auch nicht raufklettern oder so. Ja, okay, das ist die falsche Taktik.
kann ich auch hin oder gibt's nichts? Süd, hier runter. Mach den Ding mal runter. Dann nochmal hoch. Und in die Richtung. Das Ding ist wieder ein Schlawittchen. Oh. Also ich kann es nicht zwischendurch anhalten oder aufhalten, das geht nicht. Das ist da oben. Was kann ich denn da machen, großartig? Warte mal, kann man das irgendwo noch... Mir passiert ja nicht, ne? Bringt das was, wenn er daneben steht, das Ding runterfallen zu lassen? Versuchen wir gleich mal. Dichter dran sein, damit er das hört. Ich bin ihn gar nicht. Ich weiß ja auch nicht, was ich noch machen kann hier. Wie dass man das irgendwie befreien kann, das Ding da drin. Das kann man anscheinend gar nicht. Man den ja vorbeischneiden. War nicht. Also interessiert ihn gar nicht, dass es runterfällt. Ich kann auch nicht rein oder so. Irgendwie stehe ich gerade voll auf dem Schlauch hier. Keine Ahnung, was ich machen soll. Ich weiß echt nicht, was ich machen soll. Die Möglichkeiten gibt es doch hier auch gar nicht. Ist doch praktisch nur das eine da hoch zu kurbeln. Oder warte mal. Das noch höher ziehen, okay. Gut, dann macht es Sinn. Also nochmal runter. Okay, das hätte man ja vorher rausbringen können, aber natürlich nicht. Und noch eine Etage höher. Jetzt kann es ja sein, dass er da runter geht. Oder vielleicht auch einfach von da oben geht es kaputt.
Und kommt trotzdem seine Runde. Vielleicht können wir es befreien. Pass auf. Okay. Ah, guck mal, der hilft uns so ein bisschen. Naja, was soll er helfen? Zwangsweise hilft er uns, ne? Feind meines Feindes. Ein bisschen schnell laufen, das Viech ja trotzdem noch da ist. Yeah. Ein bisschen aufpassen. Der macht ja keine Anstalten, sich da anders gegen zu hier anders zu verhalten, weil wir ihm ein Fresschen gegeben haben. Gleich mal mitnehmen das Ding. Okay. Da ist eine Hand, die ich hoffe. Ach Scheiße, habe ich gesehen. Warte mal. Müssen wir auf jeden Fall mitnehmen. Und dann warte mal. Mein Timing war gerade richtig schlecht. Oder auch nicht. Was, ich kann nicht weiterlaufen. Doch. Ich bin gerade gewundert. Verkehrt. Was ist denn hier links? Ach, warte mal. Kann ich da raufklettern? Will ich. Was soll ich die Kiste denn machen? Ach so, jetzt klar. Warte. Stadt hier, wo wir sind, ne? Wer weiß, wo wir sind? Okay. Muss doch einen Schnellbutton geben, wo man schnell laufen kann. Willst du oder nicht? Doch, ich knall da einfach mal das runter. Okay. Diese Stadt behausen könnten hier. Ich meine ganz ehrlich, die sind ja einfach nur. Gott. Muss der Schalter hier hin, denke ich. Das war clever von mir. Noch geile, geile Belohnung, die man hier bekommt, beziehungsweise ja, geile Ziele, die man erreichen kann hier, ne?
kann dieser Haken? Okay, das macht mal keinen Sinn. Warte mal. Und? Okay, wir müssen noch hochziehen, oder? Okay, müssen wir so machen. Das sollte doch einen ordentlichen Knall geben, dass die Viecher erstmal weg sind. Wir müssen weiterlaufen. Wir hauen sie ab. Die Lautstärke mögen sie nicht. Gut für uns. So, Lautschalter. Ach so, jetzt sehe ich's. Dumm. Das war ja dumm von mir. Genau. So macht's Sinn. Yes. Sauber. Aber warum werden wir noch laufen? Wohin wir müssen, wissen wir immer alles noch nicht. Bisschen nervig. Ich gehe oben links. Oh. Das tat weh, was? Die kriegen wir wohl nicht mal hoch so richtig. Okay, da kommen wir nicht hoch. Hier runter? Hier können wir auch nicht. Okay, das geht nicht so richtig hoch. Müssen wir irgendwas anderes machen, um da irgendwie hochzukommen wieder, beziehungsweise reinzukommen.
Also wir hätten auch hier reinkommen können wahrscheinlich. Und wir haben das haben uns für diese Variante entschieden. Okay. Oh, bist du tot? In dem kleinen Stückchen da? Das ist ja übertrieben, ne? Also gar nichts ab. Du Troller. So, jetzt aber. Können wir so die Rinne dann wieder hochkommen? Können wir wahrscheinlich auch nicht, ne? Ach, guck mal da. Kann man da reintun wahrscheinlich. Oder da hinten? Ah, okay, okay, okay. Okay, wollen wir das mal wissen. Gut, jetzt können wir von der Seite darüber springen. Das können wir doch garantiert nicht. Ach so, doch von außen, dann kann ich da rauf, ne? Okay. Ich hält die jetzt ja nicht stand, wenn ich drauf springe. Das kann natürlich gut sein. Lass mir mal. Hoffen wir es, ne? Hoffen wir es. Wieder eine Eiswüste. Warum wir laufen? Wir wissen es nicht. Wir laufen einfach. Wir sind überwesen. Überrollt, also. Wir werden überrollt wie ein Tierchen. Hier war. Wieder runter. Okay. Aus. Ich soll hier genau dahin. Wenn man meint, oder? Und schon.
Super. Ja, bitte. Eieiei. Knapp entkommen, den Viech. Halt. Ich will einfach mal wissen, worum es geht, oder? Was man überhaupt mehr von der Story erfährt. Mitschleppen? Ich weiß nicht, wie ich es kann. Hier kann ich nicht weiter mitschleppen. Hm. Haben wir so Steine rausgenommen. Okay. Wieder vorne rein. Ach, guck mal. Das war ja clever von mir. Den Vollzblock dahin zu tun, oder? So können wir nämlich direkt rauskommen. War jetzt nicht so gedacht, aber... Klappt ja. Noch zurücklaufen, okay. Na. Ich bin gar nicht so dumm, wie ich denke. Und wenn ich jetzt darauf dann? Okay. Ach, das sind Schalter jetzt, ne? Ach, guck mal, das ist die ganze Stadt da. Das ist ja wahnsinnig. Auch nicht schlecht, auch nicht schlecht. Wenn wir den Stein wieder wegnehmen, können wir wieder raus wahrscheinlich, ne? Dann gehen wir hier mal raus. Aus wie eine alte Ägyptenhöhle da. Thank you.
zugemacht habe. Ist das was? Ich gerade nicht. Nicht wirklich zumindest. Das macht Sinn. Achso, dann können wir den Stein wieder rausnehmen, ne? Stimmt. Die Rätsel sind nicht wirklich schwierig, also ab und zu kann man auf dem Schlauch stehen, weil man einfach dumm denkt vielleicht, aber sonst ist es wirklich nicht gerade so anspruchsvoll. Das sage ich jetzt und gleich kommt wieder irgendein Ding, wo ich 10 Minuten dran sitze, weil ich nicht weiß, was ich machen soll. Kann natürlich passieren, aber ich glaube es nicht. Hier sieht es auch ein bisschen düster aus, ne? Ich kann mich noch schemenhaft erkennen unten. Okay. Man sieht, es gibt hier drei Schalter. Das ist ein Rätsel? Wahrscheinlich nicht. Bringen. Thank you.
uns jetzt mal an, was es noch hier auf der anderen Seite gibt. Quatsch, es muss in die Richtung gehen, aber wie kriegen wir den denn los da? Mal schneller sein als er, wenn er da leuchtet. Da kann ich ja durchspringen, wir gucken mal durchspringen. Springen geht. Na ja, auch wissen, ne? Okay, jetzt habe ich es gecheckt. Okay. Habe ich es gecheckt? Schon gebeamt hier. Wo geht's hin?
irgendwie. Machen wir auch eine kleine Pause hier. Beim nächsten Mal machen wir hier genau weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüss.